Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und wieder für euch hier in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Kisten-Opening präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Kisten vom Party-Sync-System aufmachen. Dazu habe ich schon einige gefarmt. Hier haben wir einmal die geborgene Truhe mit Vorräten und insgesamt will ich jetzt wieder 20 Stück öffnen. Ich hoffe, dass ich ein wenig Glück habe, denn wir brauchen jetzt insgesamt nur noch zwei Items, die mir fehlen aus diesen Kisten. Einmal hier den Kopf und einmal die Schultern. Beim DH ist es ein wenig bescheidener, ehrlich gesagt, weil es irgendwie von jedem Item zwei Items gibt. Also es gibt zwei Köpfe, zwei Gürtel und so weiter. Und dementsprechend ist der Pool halt größer und es ist halt unwahrscheinlicher, dass man dementsprechend ein Item kriegt. Jetzt muss ich mal gucken, ich habe ein paar mehr Kisten hier. 20 wollen wir jetzt aufmachen. Heißt, jetzt muss ich mal kurz gucken. 15, also hier haben wir 20 quasi. Also fangen wir hier oben mal an. Und ja, schauen wir mal, was wir kriegen. Das erste ist ein Trinket, das brauche ich schon mal nicht. Dann haben wir einen Hals, den brauche ich auch nicht. Komm, gib mir zumindest eins von den Items. Ein Trinket, das brauche ich auch nicht. Stiefel, da sieht es auch schlecht aus. Dann haben wir einmal ein Schmuckstück, das brauchen wir auch nicht. Dann eine Glewe. Ein Trinket. Das Beschissene ist, ich bin ja quasi am Durchquesten aktuell die ganzen verschiedenen Zonen und Leder habe ich das allermeiste schon. Heißt, es gibt nur sehr wenige Zonen, wo ich den überhaupt hier im Party-Sync mäßig durchquesten kann mit dem DH, dass es mir halt auch noch was bringt fürs T-Mog, was ich dementsprechend von den Quests kriege. Und ich hoffe, dass ich jetzt einfach mal den Demon Hunter rausbekomme, weil den Schurken muss ich da auch noch durchziehen und dann wären es halt noch weniger Ledergebiete. Noch eine Glewe. Einen Ring. Ein Trinket. Okay, das Trinket haben wir jetzt schon dreimal. Wie wäre es mit den Schultern vielleicht? Oder dem Kopf? Wie sieht's aus? Natürlich noch eine Glewe. Noch ein Ring. Also diesmal ist es schon eine relativ miese Angelegenheit. Ah, die Schultern. Here we go. So, jetzt brauche ich nur noch den Kopf. Komm. Ein paar Kisten haben wir noch. 5, 6, 7 Kisten. Schuhe. Armschienen. Die brauchen wir auch nicht. Noch eine Glewe. Noch eine Glewe. Ein Trinket. Eine Glewe, jetzt kommt die letzte Kiste. Komm, hier, einmal. Augenbinde der Illidari brauche ich, den Kopf. Einfach nur bitter. Einfach nur bitter. Schade, zumindest haben wir ein Item gekriegt. Das ist ja jetzt schon mal halbwegs okay. Jetzt bräuchte ich da noch eins von Demon Hunter, dann hätten wir das endlich weg. Im Shami sind es noch drei und DK und Schurke hatte ich jetzt noch nicht wirklich angefangen. Da werden wir dann die Tage mal gucken, dass wir noch ein bisschen was farmen. Das Blöde ist, diese Kisten zu farmen, das dauert schon echt immer eine Weile. Da muss ich immer eine 1-2 Zonen durchquesten, dass ich 20 Kisten zusammenkriege. Und naja, gut, so viel dazu. Ich würde sagen, ich melde mich wieder, sobald ich wieder ein paar Kisten habe. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.